Hallo, ich bin Thomas von Fluggesellschaft.de und wollte mal ganz kurz mit dir über E-Ticket und Online-Check-In sprechen. Du kannst nur fliegen, wenn du beides machst. Und das ist offenbar nicht jedem klar. Mir als ausgebildetem Reiseverkehrskaufmann war das irgendwie nie eine Frage. Aber wenn ich mal länger drüber nachdenke und nach dem, was ich jetzt in letzter Zeit öfters mal von Freundinnen gehört habe, kann ich diesen Gedankengang nachvollziehen. Wenn du also ein Flugticket im Internet buchst, du gehst meistens über einen Preisvergleich, wie zum Beispiel den von Fluggesellschaft.de, landest dann bei einem Reisemittler, also bei einem Online-Reisebüro oder bei einer Fluggesellschaft direkt und buchst. Dann musst du warten auf deine Buchungsbestätigung und bekommst dazu das elektronische Ticket oder E-Ticket. Das kann manchmal sogar bis zu 24 Stunden dauern, weil im Hintergrund irgendwelche Routinen prüfen, ob das alles auch so richtig ist, ob deine Kreditkarte auch gedeckt ist und so weiter. Aber mit diesem E-Ticket, ich habe jetzt hier eins vorliegen, da ist sogar unten so ein QR-Code dran. Damit kann man also dann nicht zur Sicherheitskontrolle am Flughafen gehen und sagen, ich will jetzt hier fliegen, ist doch alles gut. Nein, du musst vorher eingecheckt haben. Vor allen Dingen, wenn man nur mit dem Handgepäck unterwegs ist, verwechselt man das schon mal, ja? Also man braucht einerseits das Ticket, in meisten Fällen ein elektronisches Ticket, was man sich wiederum ausdruckt. Und auf der anderen Seite, also manchmal druckt man es aus, auf der anderen Seite dann diesen Online-Check-in, den man meistens online machen kann. In anderen Fällen, ja, also es gibt natürlich noch traditionelle Fluggesellschaften wie jetzt die Lufthansa, Condor, Brussels Airlines, Austrian Airlines. Da kann man zu einem Schalter gehen und kostenlos einchecken. Wenn man Gepäck dabei hat, macht man das sowieso. Wenn man also nur Handgepäck dabei hat, dann ist das eine Option? Man kann aber auch am Automaten einchecken oder eben zu Hause schon online einchecken. Das ist einfach notwendig. Die Fluggesellschaft, die hat dir zwar ein Ticket verkauft, die wollen aber auch wissen, ob du wirklich an dem Tag am Flughafen erscheinst. Und dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit und leider eben auch in meinem Freundeskreis den einen oder anderen Fall. Ich hoffe, man fühlt sich da jetzt nicht angesprochen, wo man es geschafft hat, all das zu haben, E-Ticket und Online-Check-in und trotzdem nicht ins Flugzeug zu steigen, weil man dann noch die Zeit verbummelt hat am Airport, vielleicht in der Sicherheitskontrolle stecken geblieben ist. Es gibt so Spitzenzeiten, zum Beispiel in Berlin-Schönefeld morgens, alle Flieger gehen morgens um 7 Uhr da raus. Da kann man in die Schlange kommen oder am Nachmittag, wenn alle Businessleute dort losfliegen wollen. Hier in Brüssel haben wir das schon erlebt, dass da ein komplettes Chaos ist. Ja, Streik und so weiter kann ja dazu führen, dass bei der Security Control, also bei der Sicherheitskontrolle, Verzögerungen stattfinden und du erreichst dein Flugzeug am Gate, also am Tor zum Flugsteig, nicht rechtzeitig. Und dann fliegen die los, warten nochmal. Verlass dich bitte nicht darauf, dass du ausgerufen wirst. Manchmal passiert es, aber das ist nicht die Regel. So, also du brauchst, ich zeige das im Hintergrund, ein E-Ticket, wo die ganzen Daten draufstehen, dass du bezahlt hast, und dann noch den Online-Check-In, wo du dann den Sitzplatz zugeordnet bekommst. Ja, du kriegst einen Sitzplatz. Es gibt keine Airline, jedenfalls nicht der kommerzielle Passagier in der kommerziellen Passagierluftfahrt, wo man keinen Sitzplatz bekommt, sondern stehen muss. Das ist ein Gerücht, dass es bei Ryanair eingeführt werden soll. Das war nur ein Marketing-Gag. Also, du bekommst einen Sitzplatz, den musst du haben. Und dann kannst du an dem Gate dann zum Flugzeug zuschalten. Dazwischen immer die Sicherheitskontrolle nicht vergessen. Manchmal geht da Zeit verloren. Ich hoffe, das hat dir jetzt geholfen, dass du Bescheid weißt. Und falls noch Fragen sind, einfach hier unten drunter unter dem Video oder unter dem Hörbeitrag kommentieren. Oder ja, einfach auf die Webseite fluggesellschaft.de gehen, Informationen holen, Kontaktbutton drücken. Liken und sharen würde ich mich auch darüber freuen. Danke und guten Flug. Thank you.